Willkommen zurück zu einem neuen Flug in Prepare 3D Version 3.2 inzwischen. Heute wieder mit dabei ist der Jan. Hallo. Genau, und wir fliegen heute zusammen vom Flughafen Berlin-Schönefeld nach Nizza an die Côte d'Azur in Frankreich. Und unser Flugzeug ist heute mal ein bisschen was Besonderes. Wir fliegen nämlich heute mit dem Flugzeug von EasyJet, was anlässlich der Eröffnung, also EasyJet hat eine neue Basis in Amsterdam eröffnet letztes Jahr und für diesen Anlass wurde extra ein Flugzeug beklebt in dieser Niederlande-Bemalung mit Tulpen und Amsterdam. Die Registrierung Golf, Echo, Zulu, Delta November, so. Und da wurden jetzt glaube ich 4 oder 5 Flugzeuge schon stationiert. Und deswegen hat EasyJet einfach mal eine ganze Maschine beklebt und ich dachte mir, das sieht eigentlich ganz schön aus. Und deswegen haben wir einfach mal die Maschine heute genommen. Unser Flug heute Easy 4545, ungefähr Flugzeit so 1 Stunde 50 nach Nizza. Und wir fliegen hier noch vom alten Flughafen Schönefeld, natürlich wie in Realität, da hinten der Flughafen, der ist noch nicht offen. Und ich würde sagen, Boarding ist completed so gut wie. Und ich würde sagen, wir können euch mal kurz ein kleines Briefing geben. Oder hast du noch irgendwas zu sagen sonst vorher? Nö, eigentlich nicht. Außer, dass bei mir ja noch die Gepäckstücke gerade noch eingeladen werden. Ah ja, da kommt. Aber das wird auch nicht mehr besonders lange dauern. Ja gut, nee, das ist gerade verschwunden, das Fahrzeug bei mir. Genau. Genau, dann würde ich sagen, wird Jan euch einfach mal ganz kurz einen kleinen Abriss darüber geben, was wir jetzt hier gleich, oder wo entlang wir gleich abfliegen und genau, ich werde es zumindest versuchen. Vielleicht eine Sache noch, bevor wir dann mit dem Briefing anfangen. Wie ihr schon seht, also zumindest bei mir, ich sitze auf dem linken Sitz. Lennart ist vielleicht auch schon wieder ins Cockpit reingehüpft. Genau. Er sitzt rechts. Die Aufteilung ist dann also heute so, dass ich der Captain bin. Lennart ist der FO. Aber Lennart wird auch fliegen und ich werde funken. Also Lennart ist Pilot Flying und ich Pilot Monitoring. Genau, das Flugzeug haben wir jetzt soweit noch nicht vorbereitet, also müssen dann noch durch die restlichen Flows durchgehen und ich versuche euch jetzt mal ein ganz kurzes Briefing zu geben. Wir stehen hier auf der Position 5-9 in Schönefeld, müssen dann wahrscheinlich über Taxiway Kilo zur Runway 25 Right raustaxeln. Das ist allerdings dann auch auf unserer Seite sozusagen schon, also wir müssen nicht über den halben Flughafen taxeln, das geht dann über Kilo 4 wahrscheinlich. Zu unserem Holding Point Runway 25 Right. Übrigens hier in Schönefeld haben wir keinen ATC, werden dann aber im Verlauf des Fluges ein bisschen Center-Lotsen haben. So sieht es zumindest aus, ne, Lennart? Ja, genau. Genau. Die Bahn hier in Schönefeld ist 3600 Meter lang, 45 Meter breit. Wir gehen dann über die Klaasdorf 2, muss ich selber nochmal nachgucken. Alpha war es, glaube ich, oder? X-Ray, genau. SIT raus. Da gehen wir erstmal in Runway-Richtung, das sind 248 Grad, bis nach Delta Bravo 251 und dann im Left-Turn mit Maximum 220 Knoten nach Delta Bravo 257 und dann schließlich nach Klaasdorf, das ist Kilo Lima Foxtrot. Vielleicht noch ein bisschen was zum Wetter hier in Berlin heute. Ihr habt ja gerade gesehen, in der Außenansicht eigentlich wunderschönstes Wetter. Ja. Machen wir nochmal schnell ein Update. Wir haben allerdings relativ starke Winde aus 230 Grad mit 11 Knoten. Wir haben also auch direkt diese 11 Knoten Gegenwind beim Takeoff. Lennart ein bisschen aufpassen müssen. Wir haben allerdings CAF okay, das heißt, wir haben keine relevanten Wolken, Hauptwolken, Untergrenzen und die Sicht ist über 10 Kilometer. QNH ist 1009 Hektopascal, das können wir uns auch gleich eindrehen. Und es gibt keine signifikanten Veränderungen zu erwarten. Genau. Ganz kurz, kann ich die Türen schon schließen? Ja, bitte. Gut. Weil bei mir ist es nämlich auch gerade beendet mit dem Boarding. Genau. So, ich gehe mal noch durch die restlichen Flows durch. Mach mal die Fuel Pumps an. Genau, wollen wir noch ganz kurz Takeoff Briefing? Achso, genau, zur Performance. Guter Punkt. Das machen. Nee, das machen wir gleich, genau. Wie gesagt, es geht ja auf der 25 Right hier raus. Wir werden heute die Engines deraten. Ich gehe nochmal gleich aufs Display hier nach unten. Performance und zwar mit 67 Grad deraten. Das ist eine Flaps 1 Departure. Unser Stabilizer Trim ist ab 0,5.
Und es gibt V-Speeds von V1, 15, ja, Correction 148, wie Rotate 148 und V2 148. Transition Altitudes 5000 Fuß, wie üblich in Deutschland. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nur Emergency beim Start noch. Ja, genau, also in Case of Engine Out machen wir dann einen Left Turn nach dem Takeoff Richtung Klaasdorf und werden da ins Holding gehen, beziehungsweise Anweisung für eine erneute Landung auf der 25 Right erwarten. Beim Start unter 100 Knoten rejecten wir für alles, über 100 Knoten und unter V1 dann nur noch für Engine Fire, Engine Damage, Structural Damage oder irgendwelche anderen Schäden, die uns an einem Takeoff hindern könnten. Ja, und dann über V1 sind wir natürlich zum Takeoff committed. Noch Fragen? Keine Fragen mehr, alles geklärt, perfekt. Super, sehr gut. Ich habe lange kein Briefing mehr gemacht, was man merkt. Ja, ich habe einfach mal zugehört, aber war alles dabei. Super, das Sache. Wichtigste war hoffentlich dabei, genau. Hat natürlich ja, nichts mit dem realen Briefing zu tun, aber ich glaube, Hauptsache wir wissen dann, was zu tun ist beim Taxi und Takeoff, genau. So, warte mal ganz kurz. Ich muss noch mal ganz kurz, was ich nämlich gerade gemerkt habe, ich muss noch mal ganz kurz Active Sky aktualisieren. Warte mal eben. Okay, ja. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Upsala, das war jetzt das Falsche. So, das schließen wir wieder. So, und jetzt nämlich Active Sky. So. Habe ich nämlich gerade eben glatt vergessen. Noch einzustellen auf Real-Time. Ah, okay, hattest du das Wetter von gestern noch drin. Genau, da hatte ich nämlich hier so. So, genau, jetzt habe ich auch wieder die Aufnahme angemacht. So, ihr seht jetzt auch hier, wir haben jetzt reales Wetter. Das habe ich gerade mal vergessen gehabt, deswegen. Aber ja, habe ich ja noch vorher zum Glück gemerkt. Aber war nicht wahnsinnig anders, das Wetter, oder? War nee, ja auch sonnig. Jetzt, sind nur ein paar Wolken jetzt am Himmel noch dazu. Ah, okay, gut. Ich mache uns mal die APU an in der Zwischenzeit. Genau, ich würde sagen, ich mache mal kurz die Fenster zu. Oh ja, muss ich auch zumachen. Genau. So, die APU geht an, genau. Wir haben jetzt soweit eigentlich auch schon alles gemacht, was wichtig ist. Die Doors und Cargo Doors sind auch alle schon geschlossen und die Rutschen aktiviert. Genau. Und Seatbelts sind auch schon an, wie ich das hier so sehe. Das passt alles sehr schön. So, Fuel Pumps hast du auch schon angemacht, sehr gut. Nun schauen wir mal auf die APU. Genau, wie sie hochläuft. Noch einmal kein Strom, aber müsste eigentlich gleich losgehen. Genau, und wenn wir dann Strom haben, dann hänge ich mal kurz die Ground Power ab. Genau. Und dann können wir nämlich auch, ich setze mal kurz die Parking Brake schon. Dann können wir nämlich auch die Beacon Light anmachen. Stimmt. So, APU-Strom haben wir. Schaltest du oben an? Ja, ist schon. Ist schon an. Ich mache die Bleeds mal noch an. Genau, sehr gut. Und dann mache ich nämlich die External Power weg und so weiter. Genau. So, dann können wir nämlich noch Beacon Light auch schon anschalten und dann darf jetzt nämlich ja keiner mehr unter den Flieger. Und ich mache mal, das habe ich nämlich gelernt, das war auch ein Kommentar unter einem der letzten Videos, man sollte also beim Pushback, muss man nicht machen, kann man machen, ist SOP-abhängig, wir machen es einfach mal, das Nose-Wheel-Steering disconnecten. Kann man hier im Airbus machen, also dann kann man es ja auch mal ausprobieren. Oh, das war, wo hast du das gemacht? Der ist hier direkt am, neben dem Upper E-Cam, rechts daneben. Da steht Anti-Skid und Nose-Wheel-Steering und das kann man disconnecten. Also die Idee dahinter ist, dass logischerweise, wenn der Pushback-Track dran ist, dass nicht auf einmal du anfängst, über den Stick da Kräfte auszuüben auf das Nose-Wheel. Wenn nicht so gut, da hast du recht. Genau. Was normalerweise nicht nötig ist, weil die machen ja den Gear-Pin rein, da kann sich dann eh nichts mehr drehen. Aber es ist so eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme offensichtlich. Ja, dann schalten sie ja sowieso die Hydraulik dann da. Genau. So, dann würde ich sagen, Before Start Checklist noch, oder? Genau, mal schauen, ob alles soweit für die Before-Start-Checklist. Wir können uns mal einen vernünftigen Squawk noch geben, 2000. Ach ja, genau. Wenn kein Lotse da ist, vergisst man das irgendwie immer. Dann machen wir die Before-Start-Checkliste. Cockpit Preparation. Completed. Wheel Chocks. Removed. Warte, das gucke ich auch nochmal. Weil das müssen beide kontrollieren. Sind removed. Cabin Signs. Are on. Adios. Nav. Fuel Quantity. Fuel Quantity 8.7 tons. Takeoff Data. Takeoff Data Set. And Bearer Reference. 1009er Set on my side as well. Windows and Doors. Closed and locked.
closed on my side. Beacon. Beacon is on. Thrust levers. Idle. Und Parking Brake. Is on. Before start and pushback checklist completed. Sehr schön. So, dann rufe ich mal Pushback her, ne? Genau, und ich mache mein GSX mal aus, beziehungsweise mache mal Reset Position, damit die hier abhauen. Okay, wir können nur straight Pushback machen. Ah, okay. Ja gut, der wird uns auf November 2 zurückpushen und dann müssen wir halt nach links über Kilo vor zur 25 Right. Gut, du lotst mich dann da einfach durch. Genau. So, also ein Lots ist jetzt auch nicht mehr online gekommen hier in Berlin. Der wird sich auch schon bei uns melden. Ja, genau. Hier links neben uns haben wir noch eine A321, habe ich gesagt, eine. Einen A321 von Euro Berlin, wie hieß er? Ja, genau, Euro ja, genau, Berlin. Euro Berlin genau. Was, glaube ich. Aber der steht da noch friedlich, also kann man zurückpushen. Hauptsache, der lässt uns in Frieden. Ich werde es einfach mal bei Unicom announcen, dass wir das tun. Da sind wir mal ganz brav. EDDB, Traffic, Pushback, Stand, 5-9er. So. So, jetzt wird gerade unten noch Gear. Schon mal. So, Locking Gear und jetzt müsste es gleich losgehen. Übrigens, was wir vergessen, oder was ich auch noch im Briefing vergessen habe, war das Initial Climb. Auf der Klaasdorf 2 X-Ray ist nämlich 4000. Und die stelle ich jetzt auch mal. Ups. Ja, wollte ich gerade schon. Stellen wir die auch mal ein. So, genau. Und Starting Pushback. Okay. So, und Freigabe zum Triebwerk starten. Gut, dann machen wir das mal. Starting Number 2. Starting Number 2. Ich hoffe, EasyDoc benimmt sich heute bei mir. Ja, ich bin mal gerade mal hier draußen und schaue mal ein bisschen rum. Ah, das ist eine gute Idee. Ich muss nur gleich dann announcen, wenn das erste stimmt. Triebwerk schon mal stabilized ist. Aber bei den CFM-Triebwerken geht das schnell. Mhm. Aber es ist wirklich eine schöne Lackierung. Ja, die gefällt mir auch. Und wir sind, glaube ich, auch noch nie EasyJet geflogen, oder? Nee, also, zumindest nicht im Shared Cockpit. Genau. Auf keinen Fall, ja. Aber du bist schon mal bei YouTube EasyJet geflogen, ne? Genau, da bin ich EasyJet geflogen. Mit der 200. Maschine, glaube ich, oder was das war. Ah, okay, cool. Na, für mich ist es eine Premiere. Ja, genau, da bin ich nämlich von Gatwick nach Düsseldorf geflogen. Genau, das war mein erster Flug bei Ivao sogar. Okay. So, Engine Number 2 stabilized. Okay, Starting Number 1. Und ich habe auch mal die Uhr angemacht, damit wir wenigstens eine haben. Chrono werden wir hoffentlich heute nicht vergessen. Nee, da achte ich immer jetzt drauf. Ich schau mal, dass ich das nicht vergesse. So, ich schau mal jetzt hier hinten raus, ne? Sonst muss ich das nämlich mal stoppen, wenn wir jetzt hier... Ah ja, stimmt, ja. Warte mal, schauen wir mal raus. Okay, ich stopp das mal, ne? Okay. Stopp hier. Geht sonst ein bisschen zu weit nach hinten. Setzt du die Parking Brake? Ja, mach ich. Okay. Set. Gut. So, dann schauen wir mal. Und Engine Number 1 ist stabilized. Okay, perfekt. Dann gehe ich mal durch. Du sagst, wenn die weg sind vom... Genau, dann vorher würde ich jetzt nichts machen. Nee, genau. Weiß jetzt nicht, ob das wie bei der 737 ist, dass man das auf alle Fälle lassen sollte, aber... Ja, ich glaube schon, weil sobald du irgendwie Druck auf die Hydraulik gibst, besteht halt die Gefahr, wenn er die Gear-Pins rauszieht, dass da was sich verschieben kann. Mhm. Wobei so, in der Realität... Ist disconnected. Sehr gut, dann machen wir mal den Rest der Flows. Genau, und wir brauchen die Flight Control Page und wir haben Stabilizer 0,5 ab. Genau, okay. So, dann mache ich mal Flight Controls, ne? Jo. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral, Flight Control, Check completed. Dann und, jo. Hätte ich eine After-Start-Checkliste. Genau, perfekt. NTIs? Off. ECAM Status? Checked. Pitch and Rudder Trim?
Pitch waren 0.5 up and 0. Hand signal. Received on right side. Damit haben wir die After-Start-Checklist completed. Dann sage ich mal, dass wir taxien. Genau, und ich werde jetzt gleich mal auf meinen Chart schauen. Dann kann das hier nämlich losgehen. Ground Chart, so. Nee, das war das Falsche, das war Parking Chart. Obwohl, das müsste uns eigentlich fast auch genügen. Ja, das. Ja, das so, reicht nicht ganz bis zur 25 Right, ne? Ja, genau. Also, ich würde sagen, jetzt hier links und dann nochmal links, ne? Left genau, left. Links November 2 und dann left Kilo 4. Gut, dann löse ich mal die Parking Brake. Genau, ich mache dir mal das Taxilicht an. Perfekt, das ist super. Ja, kannst losgehen, ne? Gut. So, genau, bewegt sich auch alles hier sehr gut. Sehr gut. Ja, die Frames sind hier ein bisschen, grenzwertig. Mhm. Aber das liegt wirklich an Berlin, glaube ich. Vor allem jetzt gerade hier beim Drehen. Ja, beim Drehen ist ein bisschen ruckelig. Die Frames sind eigentlich in Ordnung, weil ich glaube, es sind irgendwas um die 25. Aber es ist wirklich, obwohl, nee, deutlich weniger, 20 mit der Aufnahme. Ja, genau, warte, ich schau mal kurz. Das ist echt. Bei mir sind es gerade 18. Ja, es ist halt Berlin, kann man nichts ändern. Jetzt hier links, ne? Genau, auf Kilo 4. Mal kurz einen kleinen Brake-Check. Mal gucken, hast du gebraked? Ja. Ja, 0 and 3. Gut. Ich verfolge das mal bei EFB mit, dass wir auch wirklich richtig taxeln. Ja, ich biege jetzt hier mal links. Ja, genau. Hier links ist auch wirklich Kilo 4. Achso, vielleicht ich noch mir jetzt mal. Ja, sorry. Nee, du zuerst. Ich habe mir jetzt mal hier zu Herzen genommen, dass ich nicht mehr so ganz schnell meinen Taxi durchführe. Ja. Bist du sonst schneller getaxelt? Kleiner Raser gewesen, ja. Na, okay. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist für die unter euch, die auch Schönefeld haben als Add-on, wir hatten das Problem nämlich vorhin auch gerade wieder. Im Prepare zumindest gibt es ein Problem mit den Gebäuden vom neuen Teil. Die sieht man nicht notwendigerweise, wenn man das. Wenn man sich direkt auf dem Airport spawnt. Was dann hilft, ist einfach erstmal auf einem anderen Airport spawnen und dann wieder zurück nach Schönefeld. Oder eben gleich am Anfang auf einen anderen Airport und dann nach Schönefeld. Genau, kurz was noch zum Airport. Wir sind hier auf dem Airport von Mega Airport Berlin-Brandenburg, also released von Aerosoft und produziert von LimeSim 29 Palms. So eine Kooperation war das. Und ja, die haben das eigentlich ganz cool gemacht. Hier einfach geradeaus, ne? Genau. Wir fahren direkt auf 25 Right zu, ne? Genau. Die haben das eigentlich ganz cool gemacht. Ihr habt so einen Konfigurator dabei, da könnt ihr ganz frei entscheiden, ob ihr jetzt wie in echt fliegen wollt, den neuen Flughafen noch geschlossen haben wollt oder halt sozusagen fiktiv fliegen wollt. Und mit dem geöffneten könnt ihr selber entscheiden. Oder ob ihr Wintertexturen haben wollt, welche Texturauflösung, ob ihr 3D-Gras haben wollt, ob ihr die volle Beleuchtung haben wollt, alles sowas. Könnt ihr alles einstellen und so halt auch eure Frames bestimmen. Und ja, man sieht ja schon, also es ist auch schon gut, dass es sowas gibt, weil meine Frames sind ja auch gerade nicht wirklich gut. Ja. Genau. Und es gibt auch einen ganz normalen Prepared 3D Version 3 Installer, also keine Probleme. Ganz genau. Gut. Und der ist eigentlich wirklich schön. Es wäre natürlich noch schöner, wenn man den neuen Teil auch tatsächlich benutzen könnte. Richtig. Was man natürlich machen kann, wenn man offline fliegt, kann man ja machen, was man will, aber wenn man online fliegt und wenn man es realistisch haben will, dann geht es natürlich nicht. Also hier auf Ivao zum Beispiel kann man auch so wie in der Realität nur die rechte Landebahn, also die nördliche Landebahn benutzen und nicht die südliche, weil die ist in der Realität auch dicht und man kann auch nicht am neuen Terminal parken, außer man ist eine Frachtmaschine. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen mal kurz eine Before Takeoff Checklist und ich würde jetzt einfach nochmal kurz hier stehen bleiben. Genau, wir haben ja alle Zeit der Welt. Richtig. Flight Controls. Checked. Flight Instruments. Checked. Takeoff Briefing. Confirmed. Flaps Config. Flaps 1 plus F. V-Speeds und Flex. V1 148, V Rotate 148 and V2 148 and Flex Temperature 6-7. Checked. ATC. Set. Eco Memo.
Takeoff nur Blue. Ja, da haben wir die Above the Line, nee, To the Line completed. Und jetzt rollen wir noch ein bisschen vor und machen die den Rest, oder? Und ich mache in der Zwischenzeit die Lichter an und den ganzen Quatsch. Richtig. Kannst du schon mal die Runway Turnoff Lights anmachen und sowas? Und die Landing Lights würde ich dann fast auf der Runway erst anmachen, oder? Ja, stimmt, genau. Die mache ich nochmal aus. Aber unseren TCAS mache ich mal an. Genau, das ist super. Also ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, jetzt so im Shared Cockpit zu fliegen. Ich bin echt ewig nicht mehr geflogen, oder beziehungsweise wir sind ewig nicht mehr zusammen geflogen. Ja. Das heißt, wenn heute nicht alles ganz so läuft, wie es sein sollte von den Flows her, dann sorry. Das stimmt, wir sind nicht mal zwischendrin offscreen geflogen zusammen, ne? Weil es lag, glaube ich, eher an mir, weil meine Stimme komplett weg war. Aber ja, also stimmt. Wird nicht alles so rund gehen. Ja. Left is clear und Runway 25 right is identified. Dann mache ich mal die Lichter oben an, ne? Und dann machen wir den Rest noch. Cabin Crew. Is advised. TCAS. TA and RA. Engine Mode Selector. Normal. Und die PAX. Aron. Sehr gut. Dann sind wir fertig. Gut. Lichter sind an. Lichter sind an. Sehr gut. So. Mensch, meine Frames. Gut, ja, dass wir gleich wechseln. Ja, das ist hier auch also ganz schlimm. So. Dann würde ich sagen, Rolling Takeoff und Chrono on. Chrono on, genau. And Takeoff. Engines are stabilized. Manflex 67 SRS Runway. Check. Knots. Checked. V1 rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Du musst, glaube ich, ein bisschen mehr steigen. Ja, ja, ich bin schon dabei. Und nicht gut über die Flap Speeds drüber. So. Dann würde ich mal sagen, Thrust Climb Set. Upsala, so. Jetzt, genau. Checkt. Und die Flaps hoch, oder? Genau, Flaps hoch. Flaps up. Und wir können das zweite Mal noch eben kurz, können wir noch echt einen Autopilot reinsetzen. Autopilot 1 ist on. Gut. Perfekt. So. Ich gehe gleich mal mit der Höhe. Achso, nee, du bist der Pilot Flying. Was mache ich denn? Ja, ich gehe gleich mal hoch. Ne? Genau. Genau. Perfekt. Machen wir Open Climb? Oder einfach Climb erstmal, oder? Ja, ist egal. So, dann würde ich sagen, bevor wir es vergessen, machen wir noch eine After Takeoff Checklist. Genau. After Takeoff Checklist. Landing Gear. Is up. Flaps. Retracted. Packs. Are on. Und Bear Reference. Standard Set. Standard Set und Cross-Checked. After Takeoff Checklist completed. Perfekt. Und jetzt sehen wir hier nochmal rechts Berlin und da hinten auch nochmal Tegel. Ich traue mich gar nicht hinzugucken bei den Frames. Das ist gar nicht Tegel, ich glaube, das ist Tempelhof, sorry. Tegel ist irgendwo weiter noch im Norden, da hinten ist das wahrscheinlich gerade gar nicht. Weil wir hier gerade noch die Strebe im Blickfeld ist, das sehen wir gleich immer. Bisschen weiter weg sind noch. Ja. Wir machen jetzt nochmal diesen Left Turn. Können wir den Flughafen auch nochmal sehen? Stimmt. Aber sehr schöner Abflug und es ja, war ja nicht so schlimm, wie ich dachte.
Und auch mit der Empfindlichkeit von deinem Joystick ging, oder? Weil ja, genau, ich habe heute mal probiert, ich habe halt ganz langsam erstmal und dann muss ich halt ein bisschen mehr und es wurde nichts, aber es ging eigentlich, ne? Ja, nee, absolut, klar. War eher noch ein bisschen zu langsam rotiert als zu schnell. Ja, genau, ich habe halt diesmal mal ein bisschen gedacht, ich passe mal ein bisschen auf, aber so sehen wir hier hinter uns, ich bin gerade mal draußen, den Flughafen noch, die Wolken sind aber jetzt davor. Ah, jetzt wären die Frames auch deutlich besser. Ja, ne? So, 10.000 Fuß, macht die Lichter aus. Lights off. Und mit den Seatbelts würde ich sagen, warten wir mal, bis wir mit dem Turn fertig sind. Genau, das sind hier nämlich 20 Grad Bank. Ja. Deswegen ist nämlich auch die Restriction drin von Maximum 220 Knoten, weil wir sonst diese Kurve hier nicht kriegen würden. Ja. Zumindest nicht so, wie sie angedacht ist. Ja, genau. Weil hier sind ja auch zwei überlappende Airspaces von, also hier unten jetzt eigentlich nicht mehr, aber es ist halt noch Abflugverkehr von Tegel, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man das auch so fliegt, wie es hier ist, wie es geplant ist. Ja, ich denke, wir haben heute zwei ganz schöne Ziele, also ein ganz schönes Ziel, wir haben eine ganz schöne Route, meinte ich, uns ausgesucht, da runter an die Côte d'Azur, ans Mittelmeer. Und ja, jetzt sind wir ja hier aus dem Turn raus, würde sagen. Machen wir die Seatbelts auf. Eine Stunde 40 Flug noch ungefähr. Genau. Ich mache mal die Seatbelts eins noch aus. Genau. Damit wir die mit dem Service anfangen können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir cruisen und unseren Anflug vorbereiten. Genau. Bis dahin. Tschüss. Okay, willkommen zurück. Jetzt sind wir noch genau 74 Meilen von unserem Top of Descent entfernt. Und ich würde sagen, wir machen uns mal langsam an die Descent-Planung und dann auch an das Arrival-Briefing, oder? Genau, würde ich auch sagen. Es wird langsam Zeit, nicht, dass wir wieder unter Druck kommen. Ja, das geht ganz schnell. Wenn irgendwas schief geht, dann hat man auf einmal keine Meilen mehr bis zum Richtig. Top of Descent. Wir haben ja auch noch dann einen Approach-Lotsen, das heißt, da müssen wir jetzt so ein bisschen alles so klarstellen vorher schon mal. Genau. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz die Arrival Route durch. Da stelle ich uns das mal hier auf die Planungsseite. Und wir hatten ja schon gesagt, unser letzter Wegpunkt ist bei Bordi und dann nutzen wir die Bordi 6 Romeo Star. Und die geht verständlicherweise bei Bordi los. Da müssen wir schon unter Flight Level 170 sein. Da können wir schon mal gucken, ob das drin steht. Ja, steht drin. Ja, steht drin. Sehr gut. Dann geht es nach Amgel und im Left Turn nach Mikru. Amdel ist über dieser Delta Waypoint, das ist Delta 053 India. Das ist Amdel. Ich weiß nicht, warum der hier im Flight Management Computer nicht als Amdel dargestellt wird, aber der Wegpunkt ist der richtige. Lassen wir das mal so. Dann geht es weiter nach November India Trifor Bravo. Das ist auch Piram, das ist genau der gleiche Wegpunkt. Da geht es dann in einen Right Turn, da gibt es auch keine Restriction, da geht es in einem Right Turn nach Neras und das ist dann gleichzeitig unser IAF, der Initial Approach Fix. Und von da geht es dann über einen interessanten DIM-E Arc, der allerdings non-standard ist. So eine leichte Kurve. Mal sehen, ob ich da auch wieder hinterkomme, genau. Zu November India 227
Und das ist dann unser Initial Fix für das ILS. Und da müssen wir aufpassen, weil das ist ein Turn, der ist stärker, kleiner. Warte mal, jetzt muss ich mal auf den Chart gucken. Der hat mehr als 90 Grad, der Turn. Das heißt, du fliegst quasi wieder ein bisschen zurück. Da musst du dann aufpassen, dass du auf den ILS gut drauf kommst an der Stelle. Genau, und vor allen Dingen Maximum 200 Knots. Genau. Und gucken, dass die auch drin sind. Genau, in dem letzten Turn, Maximum 200 Knots, ist drin. Perfekt. Super. Genau, Speed Constraint 200 Knots. Perfekt. Genau, dann haben wir uns den Arrival zumindest mal angeguckt. Dann machen wir jetzt noch unser Performance Planning. Genau, noch ganz kurz zum Gleitpfad. Wenn dann wahrscheinlich den Gleitpfad so in 4000 Fuß catchern, ganz am Anfang, dann geht es mit 3 Grad runter. Kurs von dem Gleitpfad 043 und unsere Frequenz 109.95 für die Left. Right ist, glaube ich, dann heute nicht für die Landung aktiv. Das ist, sagen wir es mal so, seit ich das letzte Mal geguckt habe. Und ja, Wetter. Immer noch ganz kurz Wetter. Genau, sagen. Wetter machen wir gleich. Genau, schnell also Update. Wetter. Willst du es machen? Okay. Ja, kann ich kurz machen. Okay. Wind ist calm. Also ich kann noch mal ganz kurz hier updaten, dass wir auch wirklich das Aktuellste haben. Aber ich denke mal, ja gut. Also doch, jetzt hat sich der Wind auch noch geändert. Der kommt aus 180 Grad mit 2 Knoten. Und Visibility 10 Kilometer oder mehr. Haben wir in ein paar Wolken auf 8000 Fuß. Scattered at 26.000 Fuß. Also Höhenwolken ein bisschen, dann 17 Grad und Pressure 1004. Dann haben wir Trend, haben wir keine großen Änderungen in den nächsten 2 Stunden. Genau, hat sich halt so die Cumulusbildung hat sich ein bisschen beruhigt. Sagen ja, zum Glück, genau, das wollte ich auch noch erwähnen. Also vorhin hatten wir ja noch da Towering, ich weiß aber nicht, ob das wie heißt das? Towering Cunilumbus? Cumulus, genau. In der Nähe des Airports. Das heißt, es waren eigentlich Anzeichen von Gewitter, aber die scheinen sich aufgelöst zu haben. In der TAF ja, genau. Sehe ich jetzt auch nichts mehr. Beziehungsweise die Cumulonimbus-Wolken, die CB-Wolken, das sind die wirklich die richtigen Gewitter. Ja, genau. Da geht's dann, muss man dann aufpassen. Hätten wir mal das Wetterradar zeigen können, aber das kann man, denke ich, im Sommer wieder genug zeigen. Das stimmt richtig, genau. Jetzt rechne ich mal schnell noch die Performance. Wir werden mit ja, da gucken wir uns nochmal an, wo wir dann überhaupt abrollen. Geht ein bisschen holprig hier mit unseren Briefings. Ja, das ist alles Routine. Genau. Warte mal, Ground Chart. Also ich würde fast sagen, wir können wirklich spätestens Echo Golf abrollen. Ja, Echo Golf würde ich auch sagen. Echo Golf ist realistisch, würde ich sagen. Ja, weil die Bahn ist ja nur 2600 Meter lang. Das ist echt nicht viel. Foxtrot One werden wir nicht schaffen. Ja, deswegen würde ich Echo Golf vorschlagen. Genau. Beziehungsweise Golf One. Also machen wir auf jeden Fall Autobrake Medium. Genau. Da sollten wir das schaffen. Low reicht eigentlich auch. Oh, haben wir gerade Turbulenzen hier? Ja, es wackelt ziemlich, ne? Ich mach mal die Seatbelts an. Ja, genau. Gute Idee. Danke. Und dann mache ich in der Zeit mal die Performance fertig für unsere Landung. Weil wir müssen nämlich bald sinken. Also es wird gerade echt richtig wackelig. Ja, Wahnsinn. Aber auf einmal. Ja, wir haben 39 Knoten Gegenwind. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Ich treffe kaum noch die Tasten. Hier im Süden der Alpen, da der Wind, ja, naja, da ist ja gut, dass jetzt runtergeht. Ja, genau. So, stimmt, du bist ja noch mit Easy Dock dabei, da wird es ja noch ein bisschen schlimmer, oder? Genau, richtig. Und ich habe das jetzt auch wieder mit dem Dynamic Head Movement ein bisschen eingestellt, damit es auch ein bisschen wackelt. Transition Level waren 6000, ne? Hatten wir vorhin in der ATIS drin. Das macht bei 1004 Hektopascal auch Sinn. Unsere Minima auf der 04 links sind, wenn wir den Mist Approach mit einem Gleitpfad von 3,2% schaffen, 210 Fuß, Barometric. Weil wir haben Cut 1, also bei mehr als 10 Kilometer Sicht brauchen wir nichts anderes. Und dann haben wir das auch fertig. Und jetzt sind wir wie weit noch weg? Wir sind noch ungefähr 30 Meilen, so ungefähr weg vom... Ah, genau, genau, perfekt. Das ist doch wirklich super. Und wir haben jetzt eigentlich alles abgedeckt. Wir können auch vielleicht kurz die Go-Around-Procedure durchsprechen. Genau. Magst du? Warte, ich muss erstmal kurz das Chart finden. Okay, oh. Ja gut, also.
Wir fliegen erstmal Runway Heading und dann bei 320 Right Turn mit maximal 200 Knoten. Und wir sollen nicht vor November Charlie nach rechts drehen. Dann sollen wir also Romeo 117 intercepten. Alpha, ich glaube, das ist Radial 117. Genau, genau, ja, stimmt, hast recht. Radial 117 auf Alpha Zulu Romeo. Das ist dort. Ah, okay. Ist relativ straightforward. Genau. Ja, genau, so. Und dann Tuneras, das ist da hinten, das ist IRF. Genau, da geht's wieder zurück zum IRF. Genau. Left turn 087 to join holding. Und climb 3000. Okay, alles klar. Ja, ist interessant. Also man soll bei Neras erstmal bei 2000 und dann in dem Holding offensichtlich auf 3000 Fuß steigen. Genau, join holding und dann im Holding climb 3000. Ja. 3000, okay. Interessant, aber ja. Gut, das... Und hier gibt es noch eine Besonderheit, vielleicht noch kurz darauf hinweisen. Also es gibt ja zwei Go-Around oder Missed Approach, also nicht wirklich Procedures, aber es gibt zwei Verfahren für unterschiedliche Steigraten. Die eine ist mit 3,2% Steigrate und die andere mit 2,5%. Der einzige Unterschied ist dann bei den Minima. Also wenn ich schneller steigen kann, sind meine Minima logischerweise auch niedriger. Deswegen... Oh, jetzt sollen wir schon wieder ein Center kontaktieren. Oh, schön. Was sehr gut. 135,455. Du kannst dann gleich den Descent requesten. Ja, genau. 4, 5, was ist das jetzt hier 5. Für ein Center? Ist das Italy Center? Mal sehen, ob ich den überhaupt kriege. Oh ja. Ja, wie dreht man denn bitte 4, 5, 5 ein? Hä? Und, oder dreh einfach mal 4, 4 ein. 4, 5, sorry. Ja, 4, 5 habe ich ja eingedreht. 1, 3, 5. 4, 5, 5. Das müsste funktionieren. Ja. Ah ja, genau. Perfekt. Muss schon die richtige Frequenz eindrehen. Wir nehmen Milano, bitte 3, 8. Die Send Request noch. Yankee inbound, Cox, gut. Auf der Level 3, 8 Geräusche. Charge jetzt mal mit Yankee Squawk 1000. Squawk 1000, Falker Yankee. Milano Radar, good evening, EasyJet 5, correction, 4-3, November Foxtrot, flight level 380 and requesting descent if possible. Challenge 4-3, November Foxtrot, Squawk 1000, descent to flight level 170. Squawk 1000 and descent flight level 170, EasyJet 4-3, November Foxtrot. Wieder zurück und sind schon am kurz vor dem Ende von unserem Arc hier. Werden gleich eindrehen aufs ILS ungefähr. Werden gerade langsamer für unsere Restriction mit 200 Knoten hier die Kurve. Die ist ja ziemlich eng und
ja, da, dass wir die kriegen, werden wir jetzt gerade langsamer. Das hat er auch alles eingetragen schön. Und wir sind soweit fertig, haben uns gerade noch ein bisschen geärgert, dass wir hier so lange rumfliegen müssen, in einer langen Kurve. Ja, Spritverschwendung gut, hoch 3. Zum Glück verbrauchen wir nur virtuellen Sprit. Richtig, so sind halt die Regeln und da wollen wir es halt auch nicht ändern. Ich würde sagen, wir können ja jetzt schon mal die Approach-Checklist machen. Hm? Ja, können wir machen. Ich muss nur mal ganz kurz die aufrufen. Hm? Oh, warte mal ganz kurz, das dauert noch kurz. Ich kann ja langsam anfangen vorzulesen. Na okay, vielleicht kriege ich es ja so hin. Approach Briefing? Confirmed. ECAM Status? Checked. Seatbelts? Are on. Sind on indeed. MDA? MDA, Barrow 210. Checked. Engine Mode Selector? Normal. Approach Checklist completed. Okay. Gut, habe ich auch so hinbekommen. Nicht schlecht. Das war wirklich total schwierig. Oh. Kannst du jetzt deine Aufnahmeprüfung bei Lufthansa machen? Oh ja, gleich zum Piloten, gleich hin. Genau. So, jetzt haben wir Konzentration hier für den Localizer. Richtig. Warte mal, ich muss mir gerade Approach Checklist haben wir jetzt gemacht. Hier Landing Checklist, okay. So, ich würde fast aber sagen, dass wir trotzdem jetzt schon mal in den Turn reinfliegen, damit wir kleiner 90 Grad haben. Ja, genau, würde ich auch vorschlagen. Und, naja, wir können ja noch warten mit der Approach Phase Activation bis zu dem Deceleration Point hier. Genau. Du sagst, wann du es aktivieren willst, ne? Genau. Sag ich dir auch eigentlich, wann ich den Localizer aktiviert haben möchte? Ne, das musst du selber machen. Solange der Autopilot an ist, musst du es selber machen, genau. So, jetzt drehen wir hier rein. Theoretisch kann ich gleich einen Approach armen, aber... Ja, kannst du tatsächlich machen. Oh, das müsste jetzt eigentlich schon fast passen. Ja. Ich, engage mal Approach. Ich meine, der Initial Fix, der ist ja wie gesagt erst hier bei dem Charlie India Zero for Lima. Das ist echt unglaublich, wie weit dieser Bogen ist, bis man zu dem Initial Fix hinkommt. Richtig. Aber gut, wir hatten das ja vorhin schon. Hier ist schon guter Traffic normalerweise, also in echt zumindest. Ja, aber wie gesagt, in echt habe ich auch mal geguckt, die Easy-Piloten heute früh, heute Nachmittag, sind auch den VOR-Approach geflogen. Die sind schon hier vor der Insel davon, die ihr jetzt hier gerade seht, auf 1 Uhr, sind die schon rumgeflogen. Das heißt, wir machen jetzt schon gerade einen Umweg. Wir fliegen halt die Standard-ILS-Route. Die sind halt VOR geflogen, halt ein Manual. Da sind sie halt auf die Runway drauf. Ist halt ein bisschen schwieriger, aber weil wir halt nicht so oft nach Nizza fliegen, wollten wir jetzt eigentlich heute keine größeren Tests durchführen. Und genau, no experiments. Genau. So, jetzt kommt der Localizer rein. Genau, der dreht sich schön langsam hier da rein. Wird wieder so ein Airbus Capturing wahrscheinlich. Ja, genau. Wobei, das geht diesmal, glaube ich. Ja, das geht schon ganz gut. Ja. So, ich würde sagen, wir können mal jetzt Approach, nee. Warte mal. Das wird er sowieso gleich automatisch aktivieren, wenn er über den Deceleration Point drüber fliegt. In der Hoffnung, dass er das schnallt, weil wir sind ja so ein bisschen links daneben. Jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Ich würde sagen, genau. Flaps 1. Okay, Flaps 1. Ups. Genau. So, jetzt kommt auch der... Entschuldigung. Der Gleitpfad von oben rein. Genau. Lichter auch anmachen. Damit die uns da unten auch sehen. Und ich sag mal dem Tower-Lotsen Bescheid, dass wir auf seinem ILS sind, ne? Genau. Kannst du kurz vorher Flaps 2 machen, bitte? Na klar, Speedcheck. Flaps 2. Nice Tower, good evening, EasyJet 43 November Foxtrot, ILS 04 left. Easy 43 November Foxtrot, Nice Tower, good evening, continue approach, runway 04 left, number 1. Continue approach, 04 left, number 1, Easy 43 November Foxtrot. Da ist da keiner mehr vor uns, oder?
Nee, da möchten sie wahrscheinlich einfach nicht so früh die Clearance geben. Wir sind auch wirklich noch nett, ne, obwohl 11 Meilen sind wir noch weg. Jetzt habe ich mich gerade gewundert, warum der Gleitfahrt so früh beginnt, im Gegenteil zu meinem kleinen Trainingsanflug hier. Es ist mir gerade eingefallen, wir sind ja jetzt hier gerade auf 4000 Fuß und nicht auf 2000, wie ich war. Oh, du warst auf 2000 Fuß vorhin, okay. Mhm. Kleiner Unterschied. Speedcheck, Flapstree. Genau, den habe ich nämlich auch erst hier hinter der Insel habe ich dann übernommen, weil da ging der Gleitfahrt bei mir erst los. Okay. Ich mache uns mal den zweiten Autopiloten noch an. Okay, kannst du machen. Ja, klar. Mach den gleich so wieder aus. Aber Standard Procedure. Also als ich habe es mal irgendwo gehört zumindest, dass man wenn du auf den wenn du den Approach armst, dann kannst du auch gleich den zweiten Autopiloten anmachen. Ja, das kann gut sein. Ich kenne mich da mit diesen ganzen SOPs und auch die ganzen Procedures nicht ganz so aus. Ja, ist glaube ich auch überhaupt gar nicht wild, weil es gibt so viele verschiedene SOPs, jede Airline hat halt ihre eigene SOP. Und klar, also die Basics sind ähnlich, aber schon Unterschiede. Ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Airline gesehen, die nimmt den Schub vollständig zurück bei den Minimums. Bei den Minimum? Hä, wie soll denn das gehen? Doch, doch, genau. Da knallst du doch auf die Runway. Also da je nachdem, Minimums, wie hoch die Minima sind. Zurückgenommen und dann, ja. Aber wie jetzt zum Beispiel, wir haben Minimum von... Zero for left, clear to land, EasyJet, 4-3, November, Foxtrot. And gear down. Gear down. Ja, also wir können das ja gleich nochmal weiter bereden. Ja, genau. Landen wir vielleicht erstmal jetzt landen kurz. Wir erstmal, würde ich auch vorschlagen. So. Und Flaps full. Speedcheck, Flaps full. Landing Checklist. Cabin Crew. Is advised. Auto throttle. Speed. Eken memo. Landing no blue. Checked. Landing checklist completed. So. Und Autopilot geht aus. Jupp. Manual flight. Sieht gut aus. Windcheck ist immer noch calm. Stimmt, das hat sich ja so ein bisschen geändert. Ja. Ja, wir haben jetzt einen Knoten von vorn, also ich meine. Mensch, der war gerade ein ordentlicher Steigrate. Eigentlich geht es hier so mit 800 Fuß runter. 700. Der spult erstmal die Triebwerke wieder richtig hoch. Ja, weil wir so ein bisschen unterm Gleitpfad gewesen sind und du jetzt nach oben korrigiert hast, ne? Genau. Der ging ja mit 11. Ich weiß gar nicht, wie viel waren. Jetzt so ist es ganz in Ordnung. So, ich darf ja mal nach links rausgucken. Ja, du darfst alles machen, was du möchtest. Sieht nice aus hier. Naja, auch nur bedingt, ne? Ja, aber du, ist natürlich alles immer besser. Ja, aber du bist so genau auf dem Localizer und auf dem Gleitpfad. Ich meine, was soll ich denn da sagen? Geschwindigkeit stimmt auch. Wind ist eh keiner da. Easy peasy. Ja, schau dich einfach ein bisschen um. Ich versuche genau. Ein bisschen zu landen. Gucken, dass hier alles an ist. Sieht gut aus. Achso, der 1000 Callout, den hätte ich ja vielleicht noch machen können, aber. Ah, den höre ich ja auch. Genau. Ich finde, dass der Gleitpfad hier relativ steil ist, muss ich sagen. Ist aber ein normaler 3 Grad Gleitpfad. Ja, ja. Ja. Das kommt dann wahrscheinlich so vor, wenn man aufs Meer so zufliegt und sofort die Runway kommt. Ich finde das eh schwierig, über dem Meer zu landen. Ich verschätze mich da meistens, komme irgendwie immer zu tief. Also da muss ich wirklich nur nach Gleitpfad fliegen. Geht dir das auch so? Ja, das ist halt ein bisschen komisch. Wenn du auf einmal so noch bist du total hoch und auf einmal geht so 40, 30, 20 und dann denkst du so, wow, ich war gerade eben viel höher. So, jetzt 100 above. 100 above. Und Minimum. 200. Continue landing. Minimum. Hundred.
40, 30, 20, retard, 10, 5. And reverse. Reverse green, decel und spoiler sind ab. So, Foxtrot 1 schaff mal lächelnd. So. Hier der nächste links ist Foxtrot 1. Sehr gut. Hast du es gemerkt? Nee, was? 100 und dann auf einmal 50, 40, 30. Achso, ja genau, ja genau. Das ist richtig. Easy 43 November Foxtrot, vacated Foxtrot 1. Easy 43 November Foxtrot, taxi tunnel to gate of choice. Continue taxi tunnel to gate of choice. Easy 43 November Foxtrot. Was hat er gesagt? Tunnel? Ich schau mir mal kurz das Chart. Ja. Wir müssen ja irgendwo ins Terminal 2, ne? Ground Chart, so. Ach, ja, hier, T. Tango meinte ich. Ach, Tango hat er gesagt. Tango. Okay. Und dann fahren wir, würde ich sagen, an das Gate. Da können wir gleich mal GSX schon mal anschalten. Gate. Das ist, wollen wir 48 nehmen? Ach so, 44 würde ich fast vorschlagen. Ja, nehmen wir 44, genau. Okay. Gate 44. Also hier noch ein bisschen geradeaus und dann links ist Tango, ne? Genau. Ja, genau. So. Links kommt nichts. Sehr schön. Und von rechts kommt auch nichts. Chrono halte ich mal an. 2 Stunden 7 Minuten. Ah ja. Sind ein bisschen länger geflogen. Ja genau, komisch. Na, wir hatten ordentlich Gegenwind, aber trotzdem, er hat es ja berechnet mit Stunde 50. Der hat heute eine Stunde 51, hat er glaube ich heute gebraucht. Okay. Ja, das hatte PFPX berechnet, genau. Ja, ich meine der echte Flug. Ach, der echte auch, okay. Wir fahren jetzt eigentlich über die alte Runway. Genau. 05 left. Und jetzt hier links. Genau. Ja, ich weiß es nicht, zur Landung kann ich jetzt schlecht was sagen. Es hörte sich jetzt nicht an wie ein Knall. Nö, die war super. Die war echt gut. Und von rechts landen finde ich auch immer noch ein bisschen schwierig. Das stimmt, das ist noch ein bisschen was anderes, aber ich mache das eigentlich ganz gerne. Weil ich kann schlecht Taxi machen von rechts. Ich weiß nicht, ja, wo ich in der Mitte bin. Weißt du, jetzt vielleicht ungefähr so in der Mitte, keine Ahnung. Jetzt bist du in der Mitte, ja. Also, ja, rechts musst du dich wirklich noch mehr an diesen Knöpfen da, an der FCU orientieren. Das mache ich auch gerade. Also du müsstest gerade noch ein bisschen mehr nach links, also ein ganz kleines Stückchen. So? Ja, genau. Ja, so. Ich kann da mal nach draußen gucken. Ja, du müsstest noch ein bisschen mehr nach links, um auf der Linie zu sein. Ich sag dir mal, wann du genau drauf bist. Weiter nach links. Noch weiter. Okay. Noch weiter. Wow. Noch weiter. Jetzt bist du zumindest mit dem linken Reifen auf der Linie drauf. Okay, krass. Da muss ich mich eher an das rechte hier dran. Ja, zwischen dem quadratischen Button, also dem Master Caution Switch, genau. Und der Schraube. Genau dazwischen. So, jetzt hier nach rechts. Gut zu wissen, weil das ist nämlich rechts nochmal ganz rechts, anders, als wenn man links sitzt. Richtig. Ja, und ich glaube auch, dass die Mittellinie vom Flugzeug nicht genau wirklich in der Mitte ist, sondern eher auf der Captain's Seite ist. Deswegen verschiebt sich das. In der Perspektive finde ich das total komisch irgendwie. Ja. Ich rufe mir auch mal GSX auf, damit ich hier wenigstens jemanden am Gate rumstehen habe. Ja, kannst du auch gleich schon mal Taxi Light ausschalten. Genau. Ist aus. Sehr schön. Jetzt hier links rein. Genau. In so einer komischen Kurve, so wie es aufgemalt ist. Mehr oder weniger. Ja, ich fahre da jetzt ein bisschen, mache da mal eine freie Interpretation draus. Ja, das sieht doch super aus, genau. Jetzt hier noch ein bisschen in die Mitte rein, so. Sehr schön.
Ich hau uns dann gleich den Ground Power ran. Den Ground Power, ja. So. Perfekt. Und angehalten. Parking Brake ist set. Und Power ist on. Und die Engines gehen aus. Seatbelts gehen aus. Die waren aber jetzt sehr schnell. Hab noch schnell die Beacon Light ausgeschaltet. Good evening, Oscar Whiskey Delta Alpha passing So, und perfekt. Genau. Türen uff. Und die Hydraulik schön. Sehr schön. Oscar Whiskey Delta Alpha, Dienst, aber good evening, Sir. Report final, the one with our far left. So, können wir die Uhr hier auch ausmachen. Stimmt, frische Luft hier reinlassen. Sehr gut. Wie warm ist hier noch? 16 Grad. Das ist doch angenehm. Das ist sehr schön. So, Request Deboarding. Fuel Pumps machst du gerade aus, wie ich höre. Genau. Sehr gut. Dann können wir ja noch eine After-Landing-Checkliste, habe ich logischerweise schon gemacht. Eine Parking-Checkliste. So, Parking-Checklist. APU Bleed. APU Bleed is off. Engine Master. Off. Anti-Ice. Off. Seatbelts. Off. External Lights. Off. Fuel Pumps. Off. Parking Brake. Is... off. Sehr gut. Parking Checklist completed. Ja, dann danke Perfekt. Für den Flug. Schöner Flug. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder Chat Cockpit. Ja, genau. Mir auch. Haben wir so lange nicht gemacht, aber ja, das stimmt. Hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Mach mal wieder. Mach mal wieder öfter. Genau. Bitte mal mit der Dash. Oh ja, das stimmt. Die Challenge steht uns ja auch noch bevor. Mhm. Richtig. Das stimmt. Aber da müssen wir erst noch ein bisschen üben. Ja, genau, da müssen wir noch ein bisschen üben, bevor wir das machen können. Genau. Aber das wird auch schon. Das kriegen wir auch noch hin. Gut, dann würde ich sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentare und Bewertungen sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bis später. Bis zum nächsten Mal, genau. Genau. Also dann, tschüss. Tschüss.